Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch Vierfach. So, jetzt müssen wir erstmal ganz kurz schauen. Hier bei Precision Farming, pH-Wert, ja hier bei der 7 noch rüber. Bei der 7 rüber, das heißt, wir können hier den Kurs schon mal laden. Da lasse ich mich jetzt kurz chauffieren. Feld Nummer 7, Kurs laden, kalken. Wo ist denn hier der Startpunkt? Ah, okay, das unten. Na, dann drehen wir hier einmal um. Wie weit ist denn unsere Sorghum hier? 35%. Ist noch in Ordnung. Jetzt fahren wir einmal schön entspannt zum nächsten Feld. Dann haben wir natürlich noch die 19 zum Kalken. So, beziehungsweise 19 sollten wir jetzt zuerst kalken. Ja, schon wieder vergessen. Oh, so, jetzt pH-Wert an, ah, nee, das ist perfekt. Ja, ganz vergessen. Ja, da warten wir drauf, dass wir ansehen. So, im Feld 7 jetzt machen. Steine sammeln und so weiter und so fort. Also wir haben jetzt erstmal genug zu tun. Schauen wir, dass wir gleich den Drescher abfahren. Der ist ja auch schon gut fortgeschritten mit den Steinen. Ja, die Hälfte hat er ungefähr. Da haben wir hier nämlich jetzt den Startpunkt. Da können wir hier direkt loslegen mit dem Kalker. Zack. Super. Ja. Unser Roder, der fährt hier munter fröhlich hoch und runter. Okay, der ist da hinten. So, einmal drehen. Dann können wir hier auch direkt danach mulchen. Ja, so langsam wird's. Ordentlich Feldfläche dazu gewonnen. Kann man sich definitiv nicht beschweren. So. Ah, herrlich. Wenn die Hirse da reinrieselt, das sei herrlich. Den jetzt auch gleich abgetankt. Genau jetzt. Können wir gerade so stehen lassen. So, haben wir denn noch irgendwo Felder, wo wir eventuell pflügen müssen? Schauen wir nochmal schnell nach. Kraut entfernen. Ja, haben wir hier erntereif. Die Felder wachsen auch noch schön, die drei. Ist ja tipptopp. Mhm.
Steine gesammelt. So, kurz einen Überblick schaffen. Also kein Feld mehr, wo danach direkt gepflügt werden muss, glaube ich. Ja, doch, halt die 36. Können wir von hier unten direkt hochfahren. Das müssen wir hier auch nochmal dann pflügen. Ich bin ja auch im Überlegen, ob wir jetzt vielleicht sagen, okay, komm, wir machen dann auf die 36 Pappeln. Wurde gemulcht. Als Unkraut raus. Können wir schön sehen, alles schön gemulcht. Das haben wir jetzt natürlich nicht gemulcht. Oder doch, wir haben es gemulcht. Aber ist ja nicht so schlimm. So. Mal kurz hier ein bisschen rüberschauen. Ja, drei Felder auf 100%, das ist sehr, sehr gut. Das will ich eben erreichen, dass wir überall 100 oder 100 Punkte haben. Oder Prozent, keine Ahnung. Ja, hier hinten haben wir halt auch noch ein Feld, das, ich glaube, das übermale ich jetzt noch. Weil dann fließt das nicht mehr in die Wertung rein, 50%. Ja, da zieht uns das schon mehr runter. Ja, das ist halt auch ein Riesenfeld. 39 ist ein Riesenfeld. So, 22 Hektar. Das ist, ja, annehmbar. Und dann will ich ja Zuckerrüben anpflanzen. Ja, moin, da haben wir einiges zu ernten. 36 dann Weizen, Gerste, Hopfen. 19 die Raps, 2 dann mit Mais, Sojabohnen, Hafer. Ja, so ein bisschen ein wunderschöner Mix. Der sammelt hier fleißig die ganzen Steine ein. Der ist hier am Kalken. Sehr schön. Ist bei 33%. Ja, doch, doch, das müsst ihr nochmal reinkriegen. So. Mit dem Drescher aus, ja, der nimmt da so eine Minibahn mit. Ist okay. Trotzdem mal ganz kurz drüber schauen, ob wir da irgendwo was haben. Jetzt gehen wir auf jeden Fall mal erstmal bei unseren Schäfchen hier vorbei. Wir sehen hier eine schöne Palette. Und da gehe ich jetzt mit dem Ach, da unten war es ja. Ich habe jetzt gerade den Landschaftsbautool gesehen, gesucht. Gras, Waldbodengras. Das ist ja richtig doof. Komme ich ja gar nicht so richtig rein. Kleiner machen. Ja, wenn wir kleiner machen, kommen wir sogar noch besser hin zum Wegmachen. Dann kommen wir hier. Ja. Eieiei. Ja, das ist eine kleine süße Arbeit. Ich will einfach nicht, dass das eben hier in meine Bewertung jetzt mit einfließt.
Deswegen machen wir das jetzt einfach mal geschwind weg. Das ist halt so ein bisschen filigrane Arbeit jetzt. Ich könnte es ja theoretisch auch offscreen machen, eigentlich. Das ein Tick größer machen. Ja, das passt doch. Da wo das Feld halt war, dass man hier eben nicht in die Wertung reingeht, das wird jetzt halt erst beim nächsten Neustart der Fall dann sein. Dann halt hier drüben müssen wir auch noch naja, das wird noch was. Ja, machen wir hier wenigstens mal halbwegs gerade. So, und da in eine Ecke. Hier schön weg, dass hier eben nichts irgendwie noch mal hier meine Wertung mit reinfließen kann. Kostet zwar jetzt ein klein bisschen Geld, im Endeffekt bringt uns das dann auch wieder Geld, weil wir das ja dann nicht mitbezahlen. Eine schlechte Bewertung in dem Sinn. Na? So, oder das war es nicht gut von mir. So. Hier, wenn wir so stückchenweise das alles wegmachen, ist schon so ein bisschen nicht so eigentlich eine schöne Aufgabe. Was macht man nicht alles für eine gute Umweltbewertung? So. der Kies, das ist eh Beton. Wollen wir mal ein bisschen Pflastersteine. So. So, genau. Und dann gehen wir hier wieder hin und machen hier
Machen wir hier so das Gras wieder hin. Ah, sieht doch schon schön aus. Hallo, ich möchte gern dahin. Dankeschön. So, schauen wir mal, ob das. Anscheinend hier nicht. Ja, ich weiß, die ganze Fläche da. Abholzen oder so. Ja, ich versuche halt hier so möglichst viel wie möglich jetzt wegzukriegen. Das sieht man dann beim nächsten Aber gut, meine Freunde, das war es jetzt gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.